Und damit ein herzliches Hallo und willkommen aus dem Mutantenstadel hier bei Ark Steampunk. Ich grüße euch, Danu und Xa. Hi. Moin. Hi. Ja, wir wollen weiterhin Dinos mutieren lassen. Die nächste Paarung ist im Gange. Jetzt ist es tatsächlich... Ne, die sind nicht gerade im Gange. Moment. Jetzt. Also. Die frische Katze, die hat noch gar keinen Namen, ne? Nein, die ist noch namenlos. Mit schönem Bauchi, zusammen mit dem Cliffhanger, mit schönem Rücken, ja. Und Bauch, naja gut. Bauch, theoretisch auch schön, aber besser wäre es... Ja, dann wird es die Mutation überdecken. Also ideal wäre es jetzt wirklich ein Cliffhanger mit dem roten Bauch. Der ist ja gut, ist ja gut. Na, ist ja bisschen feiner. Ich weiß nicht, wie du den Kopf wieder da durchkriegst, aber es geht schon irgendwann. Und da drüben haben wir die Schweinchen. Genau. Die Mutter mit dem Sohne. Nee, die Tante mit dem Sohne. Die Tante mit dem Sohne, ja. Tante Grunz mit dem Neuen. Das ist ein schöner Kreis, unser Stammbaum hier. Schaut mal nach dem Wandering. Fahren aber auch nicht. Ja. Wandering ist an. Auch an. Hä? Und die nochmal aus. Achso, die hat noch Cooldown, die Grunz. Tante Grunz hat noch Cooldown? Ja, 3 Stunden. Oh oh. Dann brauchen wir doch den Scheunzen Stammbaum. Welche war die andere? Schau mal, Moment. Willi Wutz und Tante Grunz und Wilma Wutz. Aber die wird dann genauso nicht. Die haben ja zeitgleich gepaart. Schau mal, ob Wilma Wutz kann. Ich mach Disable Wandering derweil. Ja. Schwierig, aber die Wilma Wutz wird genauso wenig können. Da müssen wir bei den Schweinen noch warten. Wilma kann in 8,5 Minuten. In 8,5 Minuten? Ach ja. Waren die doch nicht gleichzeitig? Dann doch, aber der Cooldown dauert nicht gleich lang. Bring ich die Tante Grunz gerade mal wieder zurück. Na gut, dann haben wir halt keine Farbmutation, oder? Doch, doch, die Tante Grunz ist ja nur... Ach ja, stimmt, Teil. Stimmt, ja. Das Schöne wäre nur an Tante Grunz gewesen, die hat den... Ach nee, Moment mal. Ah. Hat die Wilma den dunklen Bauch? Tante Grunz hat nur vorne so ein bisschen dunkel am Hals. Ja. Wilma ist dunkel unten rum. Ah ja, dann war Wilma die dunkle, dann passt das ja sogar noch besser. Cliffhanger, halt. So. Derweil bin ich noch immer an unserem Raptor-Käfig. Ich habe da so ein bisschen weiter gebaut. Ich muss mal gucken, ob das noch ganz schön wird. Die kriegen das voll hübsch, die Raptoren. Dafür, dass sie quasi außer Dienst gestellt sind. Naja gut, vielleicht nochmal Höhle. Eine Raptorenhöhle. Ja, mit denen in eine Höhle, oder? Achso, ja. Ja, könnte man machen. Good so, ich stelle die Schwangere mal darüber. Dann nehmen wir gerade noch ein paar Büsche mit. Also die Tiger sind erfolgreich verpaart, ja? Ja. Dein Cliffhanger hat sich vermehrt. Yay! Oh, ich hoffe jetzt endlich, dass sich sein dunkles Fell da durchsetzt, sein schwarz-grau, wie auch immer. Ja, schon schick. Ja, das wäre was. Da würden wir uns dann aber kloppen um den neuen. Oh ja. Ja, Danu hat's dann verdient. Nö, mir ist das egal. Ich hab doch eine schöne Katze. Willst deine Miezematze nicht außer Dienst stellen? Nö. Ich finde den süß mit der roten Tatze. Normal ist unser erster Mutant war. Eben. Matze ist ja Mutant, ne? Du bist aber nicht. Oh Mann. Matze, ich kann nichts dafür. Das ist was Positives hier war in dem alles Spiel. Alles Koja. Wirkt nur ein bisschen befremdlich. ich brauche Fiber. Ja, das habe ich angebracht. Habt's noch welches? 32. Sag mal, wo verschwindet eigentlich immer dieses Wood her? Ich pull immer 1000 Holz in den S-Plus-Table und jedes Mal, wenn ich angehe, ist es weg. Ich habe gerade ein bisschen was gebaut, aber ich habe eigentlich nicht so viel. Ich hab 12 Foundations oder so, 12 Railings gebaut oder sowas. Hat übersehen, dass noch welche drin waren. Wir haben nicht so schöne Büsche eigentlich. Halt die runden.
Also da gibt es ja in Small, Medium und Large. Ansonsten finde ich noch diese Sträucher ganz nett. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Also es sind halt keine richtigen Büsche, es sind eher so kümmerliche Randbezifferzierung. Aha. Stehen aber auch schon zwei drin. Und ich kann dir gleich sagen, wie das Zeug heißt. Ich habe jetzt einfach mal wild gebaut und werde schauen, was ich damit anrichten kann. Er hat Wild gebaut. Ich habe ganz wild gebaut. Ich bin ein ganz wilder Bauer. So. Sycamore-Tree. Ein Tree? Oder? Ein Baum? Ja, es heißt Baum und braucht auch Holz, aber es ist so, ja, fast. Ja, so Bonsai-Größe. Wenn Aha. man so einen normalen Pflanzkübel nimmt. Brauche hier mal meine Thylakuleo als Shuttle, glaube ich. Ja, jetzt kannst du ihn ja eh nehmen. Oh, stimmt. Ja, ist er ja Er ist quasi ja nicht das fertig, ja. Weibchen. Ja. Also er ist fertig mit seinem Job. Er hat seinen Job getan. Sozusagen. Naja, so wird das hier. So, hier haben wir den Raptor. Käfig, diese ganze Gestänge, das kommt zum Schluss noch weg. Und ich habe hier das Problem, dass diese Rope Railings von der Mod kein S-Plus sind und somit sich nicht nach unten dran bauen lassen. Das ist echt Ne, ärgerlich. nach unten leider nicht. Das ist echt super ärgerlich. Ah, und jetzt habe ich das Problem, dass ich auch überhaupt nichts unten dran pflanzen kann. Okay, dann heißt das auf gut Deutsch Rope Railing AD. Wir müssen die herkömmlichen nehmen. Schade. Jetzt baue ich, habe ich nur Angst, dass ich irgendwie falsch abbaue. Ah, du hast die Raptoren ja auch schon komplett rübergebracht. Fällt mir jetzt Naja, erst auf. hab Glückfi. ich. Wo ist Toluidec? Und die müssten jetzt eigentlich nach unten sich auch bauen lassen. Die lassen sich nicht nach unten bauen. Wie hast denn du das geschafft, Danu, bei dir? Was? Wo bist denn du? Hast du vielleicht die Chance rüberzukommen? Dann ist es einfach zu beschreiben. Ansonsten, die bei dem Käfig vorne, wo die Schweine sind. Ja. Da hast du ja diese, wie heißen sie, diese Wood Railings. Ja. Auch von unten an, also von unten gegen gebaut. Also Unten. die musst du unten quasi bauen. Du kannst nur draufsetzen. Das heißt, ich Das muss dann, heißt, wenn die schweben, muss ich unten drunter noch ein ja, Fence Foundation setzen. deswegen habe ich diesen Käfig teilweise unterirdisch gebaut. Der ist mehr, also deswegen sage ich ja, ich habe schon sehr viel Erfahrung mit ihm im Wasser herumglitschen. Weil ich habe das für diesen Käfig 500.000 Mal gemacht. Okay. Soll ich da helfen dabei? Dann, ja, weiß nicht, ist hier auch schon wieder Wasser unten drunter? Ich weiß gar nicht, möglich. Kann durchaus Mach mal sein. Ghost und schau nach. Ich habe Oder Angst. dreh die Kamera. Naja, es geht. Unter Umständen. Ich meine, du Vielleicht. leidest, ja. Wenn Wasser drunter ist, ja, dann baue ich es da gerne. Also, wenn du 5 Minuten hättest, dann. Ja, ich komme zurück. Ich besorge nur gerade halt Fleisch, aber jetzt kann ich. Ein bisschen was haben wir ja noch. So, dann hätte man das nämlich so. Ich denke, das passt dann schon. Und dann kann ich da außenrum dann noch später die Büsche setzen. Kriegen die hier eigentlich den Trog mit von der Mitte? Habe ich geguckt. Ist der S-Plus-Trog oder wie? Der hat so S eine plus. Reichweite. Was? Da kannst du die Reichweite einblenden, das ist praktisch, ja. Ja, das ist nur die Pull Range, oder? Was er da anzeigt. Also stimmt jetzt mittlerweile nicht mehr, ja.
Wo haben sie beides drin gehabt? Das war lustig anzuschauen. So, dann schauen wir mal, ob wir da noch durchkommen. Hier müssen wir noch irgendwas, da kommt noch ein Bäumchen hin, würde ich sagen. Ja, da kommen wir durch. Ihr müsst eigentlich so. Auch noch ein Bäumchen hin. Hm. Hi, Koya. Hallo. So, wo hast du jetzt ein Problem? Naja, du siehst ja den fliegenden Zaun links. Ja, ich sehe ihn. Hast du noch ein paar Dinger? Die sind vorne in der Baubox. Okay. Da sind noch so ein paar von den Dingern, ja. Ich meine, sie haben ja alle Hasenohren an, dann kriegen die jetzt auch blühende Büsche. In der Baubox. Ah, da sind noch welche, ja. In the Baubox. Hast du dann die normalen S Plus? Achso, nee. Ich habe die S Plus Railings. Die habe ich da. Gut. Da kannst du haben tun. Leg die mal in den rechten Raptor rein, weil ich jetzt auch gerade hier wieder verschwinde. Ja, ist okay. Jo, Schäfchen warten auch schon ungeduldig. Wir wollen da rein. Ja, natürlich. Halt, Fiber. Ja, ich sehe hier dann ein Problem. Ja. Wenn es nicht geht, lass halt, ne? Dann mache ich da das Steine hin. Natürlich. Also, ich hab einen Plan B. Das ist kein Problem. Okay. Wenn man die richtige Taste drückt. Ich bin immer noch begeistert von unserem Pronto-Haus. Oder Haus-Pronto. Das kann man sich dann aussuchen. Interessant, wo du dich hinsetzt. Ja, ich habe so das Gefühl, die Säulen sind so ein bisschen... Ich hatte vorhin die besten Ergebnisse, wenn man von der Seite... geguckt hat und nicht irgendwie frontal. Dann hat das am besten gesnappt. So, einen kleinen Baum brauchen wir da noch. Was sind denn so kleine Bäume? Da hatte ich ja schon mal Probleme mit. Also so ein Laternenbaum, ne? Das sind, glaube ich, so ziemlich die kleinsten, ja. Was, hieß der Lantern Tree? Wie ist der Lantern? Ja, könnte das sein, dass der Lantern Tree hieß. Leider nicht. Lantern? Ich guck nochmal. Ansonsten schreib mal einfach Len rein. Ja, habe ich gerade, genau das. Ah, da kriegt man alles, was plant heißt. Super. auch nicht schlecht, da sind so ein paar Potato-Plan. Ja, hier gebaut. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Was machen wir mal? Hat er da reinbaut? Ach, da hat er auch reinbaut, okay. Hm, habe ich wieder was falsch gemacht? Nein. Habe ich nicht gesagt. Ich versuche gerade nur nachzuvollziehen, wie du gebaut hast. Ich habe einfach nur die Dinge auf dem Boden platziert, ehrlich gesagt. Also, jetzt nicht irgendwie in den Boden oder sowas. Nur die Säulen habe ich ein bisschen verlängert nach unten. Ah, der braucht hier was. Ich? Dreht hier voll. Ja, weil unten die Crafting lässt sich hochschnappt. Dass es nicht so Bodendecker gibt, also die wirklich den Boden schön bedecken. So richtig nicht. Es gibt diese blühenden Dinger da, ne? So kleine. Naja, aber die sind auch nicht so wirklich dicht. Das stimmt. Ich hab diesen Laternenbaum immer noch nicht gefunden. Ist ja, das? Nee, das ist der Zypressenbaum. Das Ding heißt. Zypress Tree. Zypress, genau. Ich hab mir jetzt auch gerade genau in dem Moment. Dankeschön.
Und da liegt auch noch dieser Sycamore-Tree drin, den kannst du dir ja mal angucken. Okay. Zwischen Stein und Holz ist er eingeklemmt. Oh, klappst du hier gerade meine Büsche? Hast du? Ich habe gerade Sycamore-Tree eingesammelt. Achso, na gut, das heißt noch so aus. Ne, Wildflowers habe ich auch. Hattest du die? Ja, ja, die Büsche hatte ich gebaut. Ich schmeiß wieder rein. So. Okay. Ach, da hat er nix. Okay. Wollen wir mal mitnehmen. Schaut mal, wer wie weit die Katze ist. Kann ich gleich gucken, ja. Irgendwie so einen Bananenbusch gemacht, egal. Wir sind hier schwanger von euch. Da, 50%, ein bisschen mehr. Ups. Du musst eine Sedgewand neu bauen. Oh ja, kein Ding. Oder eine schräge. Nee, eine, normale Wand. Und ich habe zu wenig, ja. Meine Bude abgerissen. Ja. Yep. Warte, der ist jetzt schon in der falschen Höhe. So. Oh, sogar zwei Wände darf ich neu machen. Was? Du hast da eine Wood Railing drunter gesetzt. Achso, so. Da war aber nichts. Ach, da war nichts? Nein. Ja, stimmt. Da wollte ich eigentlich eine Wand noch nach unten verlängern. Hm. Ach, egal. Deswegen habe ich mir gedacht, da willst du Railing hier. Ja, da mache ich eh so dicht da. Da will ich zusehen, dass man da nichts mehr von sieht. Snap-Punkt. Dieser tote Baum sieht jetzt aber auch nicht so toll aus. Wie ein toter Baum halt. Ja, so, nee, irgendwie nicht so. Ich dachte gerade so bei den Fleischfressern, da kann auch mal so ein bisschen, weißt du, ich würde ja echt gerne noch so ein paar Skelette, so ein paar abgenagte hier hinlegen. Guja will Skelette rumliegen haben. Die Galoppel, Koppel ist fertig. Die Galoppel-Hoppel-Koppel? Ja. Galoppel-Hoppel-Koppel. Okay. Ah, die sind aber gut. So, könnten wir das doch machen. So. So. Das sind alles für so ein paar Raptoren. Ich hoffe, die werden das zu schätzen wissen. Nee, vermutlich nicht. Doch, doch. Der hat nämlich gerade Scheiße gefunden. Merke ich gerade schon. Voll beschissen. Ja, doch so. Finde ich gar nicht mal so schlecht mit den toten Bäumen dann da vorne. So, und dann kann man jetzt nämlich hier so einen Busch da hinsetzen. Ich würde sagen, die drübere Seite ist fertig, oder? Ja, dann ist die hier vorne auch fertig, weil da war ja alles. Da passte ja alles. Dann kann man das da noch hinsetzen und dann mache ich da vorne noch ein paar Büsche. Schön. Ah ja, okay, dieser Busch ist echt nicht schlecht, in der Tat. Dieser, wie auch immer er hieß. Ja, das fand ich so groß und Der ist nice, ja. Andersrum muss ich nur setzen. Oh, schön irgendwo in die Seite packen oder so, ohne dass er groß stört. Kannte ich noch gar nicht. Baum. Jetzt geht er. Und dann machen wir da hinten. Und dicht. Oh, okay. Ist größer als gedacht, der Felsen. Nochmal. Ja, die ragen ja richtig rein. Was geht, das kann man lassen.
Busch. Bei 70% ist die Katze. Nein. Bin ich echt gespannt, wenn da nochmal was Gutes rauskommt, dann wäre das ja eine recht glückliche Runde gewesen. Oh ja. Ja. Ja, ich würde sagen, Raptorgehege fertig. So, und du sagst, Galoppel, Koppel, Hoppel, Koppel, Galoppel ist auch fertig. Sofern du nicht was dran auszusetzen hast, ja. Naja, ich wäre nicht ich, wenn ich nichts dran auszusetzen hätte, oder? Auch wieder. Ich hätte auch hier den Zaun versucht, auf eine Höhe zu kriegen, oder? Also ja, dann wird er halt auf einer Seite richtig hoch und auf der anderen Seite ist er, fragt er, soll das drüber hopsen kannst. Hm. Hm. Meinen Sie, Danu? Muss ich was sagen? Ja. Umbauen. Dann sage ich, mach doch selber. Okay. Das schaut so. Wo ist eigentlich der Nachtwächter? Rickstrich das in. Doch gerade auch noch rumgedackelt, oder? Ein Tagwächtersee. Ach, da hinten da, beim Pronto ist. Beim Pronto, ja. Hm. Also die Raptoren fühlen sich wohl. Jo. Stell dich aber nochmal ein bisschen anders. Moment. Nur noch ein Liegestuhl und ein Schnitzelsmoothie. Ja. Das ist schon so ein richtig schönes Pronto-Paradies. Jetzt brauchen wir nur noch ein Pronto, oder wie? Pronto-Paradies. Was habe ich denn jetzt alles mit Pronto? Ich meine, ich weiß es nicht. Raptor-Paradies. Glaube ich, müsste noch ein paar mehr Pronto-Kaffee machen. Ja, ich glaube auch. Aber dann brauchen wir wirklich bald eine Pronto-Familie und dann. Oh, du Scheiße, dann haben wir ein bisschen Probleme. Dann will ich bitte das Gehege dazu sehen. Die passen hier rein. Nein. Doch bestimmt. Wagen sich doch nur in den Felsen. Ja, leider. Aber vielleicht sind es ja so Felsbrontos, also vielleicht Bergbronto, um mehr oder weniger, also dass die klettern. Achso. Ach, wer weiß. Ganz bestimmt, oder? Ja, soll's geben. Die gemeingefährlichen Felsbrontos. Ja, die springen einen auch gern mal auf den Kopf. 83% haben wir. Yay. Oh, herzallerliebst. Wenn es jetzt mal aufhören würde zu regnen. Sonst noch Wünsche. Ja, das wäre echt toll. Dann könnte ich nämlich mal einen schönen Screenshot davon machen. Wäre aber nicht dein Let's Play, wenn wir keinen Regen hätten. Oder Nebel. Genau. Du hast doch selber gesagt, das sind alles Konstanten bei dir. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, du würdest eine Folge ohne Regen oder Nebel zeigen. Da springt dir doch gleich mal die Hälfte der Abonnenten ab. Genau. Ist kein Nebel! Voll der Fake! Kann kein Original sein, weg mit dem. Jo, dann haben wir doch eigentlich ganz gut. Achso, wir sind ja schon am. Wie naja, wir haben 24 Minuten noch. Hm. 87%. Kriegen wir das hin? Mit Serverstopp und Start, dass die dann. Das kriegen wir hin. Wenn wir ganz schnell machen, ja. Stimmt. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.